Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video, Freund. Und wie ihr schon sehen konntet, werden wir heute den Besenputz 2.0 machen. Der Besenputz 2.0, der baut auf den Besenputz 1.0 auf, also auf den normalen Besenputz. Aber wir werden, wenn wir den Besenputz durchgekämmt haben, nicht ihn trocknen lassen, sondern verfeinern mit einer Kelle, damit der Besenputz 2.0 entsteht. Dann lasst uns auch schon loslegen. Viel Spaß! Also die Verfahren sind alle gleich bis dahin. Das heißt, wir ziehen hier Masse auf. Wir können hier gleich auf unseren alten Besenputz die Masse aufziehen, weil der Besenputz an sich versteckt wirklich sehr viel. Man kann damit wirklich sehr viel ausbessern bzw. einfach über grobe Stellen drüber spachteln. Wir werden dann den Besenputz 2.0 genauso auch wie den normalen Besenputz mit zwei Farbdekorationen bzw. mit zwei Farbgestaltungen hier beschichten bzw. streichen, damit wir ein Bild haben, wie es aussehen kann. Und da die Verfahren von den Besenputzen relativ gleich ist, rühre ich jetzt Masse ein und dann kann es auch schon losgehen. Natürlich verlinke ich euch das Video vom Besenputz 1.0 einmal hier oben und unten in der Videobeschreibung. So, ich habe hier meine Masse eingerührt und habe gleich mein Werkzeug mitgebracht. Wir brauchen natürlich dasselbe wie letztens. Eine Zahnkelle zum Draufziehen, einen Heber, um die Masse erstmal aus dem Eimer zu bekommen und danach am Ende eine Rakel, um die Masse schön glatt zu ziehen, damit überall die gleiche Schichtstärke halbwegs drauf ist. Und dann brauchen wir natürlich noch zum Durchkämmen unsere Bürste hier und dann vielleicht noch, ich sag mal, irgendeine Spachtel, um dann den Besenputz 2.0 herzustellen. Dafür werde ich einfach bloß so eine Trockenbauspachtel nehmen. Und das war's. Und was könnt ihr wieder verwenden? Wie beim normalen Besenputz, da ist nochmal, ihr könnt alles verwenden, am besten mehr Armierungsmasse, die hat eine sehr lange Öffnungszeit. Oder selbst Fliesenkleber könnt ihr verwenden oder irgendwelche Sanierungs- oder Renovierungsputze oder andere Putze, wie zum Beispiel irgendwelche Oberputze könnt ihr auch verwenden. Alles, was über 2 mm, alles, was über 1 mm ist, würde ich nicht verwenden, weil das macht keinen Spaß zu verarbeiten und es sieht dann auch nicht wirklich schön aus. Und vielleicht welche auf Gipsbasis, denn Spachtelmasse auf Gipsbasis trocknen zu schnell weg und dann seid ihr mit eurem Besen noch nicht durchgegangen und die Masse ist harte. Aber jetzt zum Praktischen, lasst uns aufziehen und wie ihr schon sehen könnt, ist das schon ein sehr rauer Untergrund, wo ich jetzt drauf spachtel und da könnt ihr auch gleich wieder sehen, dass der Besenputz wirklich sehr viel wegmacht. So, wenn wir alles aufgezogen haben, nehmen wir eine Rakel und tun die Fläche glätten. Beim Glätten, wenn da irgendwelche Kanten oder entstehen sollten beim Abziehen, nicht schlimm, das macht dann der Besen bzw. der Kamm weg. So, wie ihr sehen könnt, bin ich ja wirklich bloß mal ganz grob mit dem Rakel durchgegangen, denn die Kanten und sowas alles, das ist nicht schlimm, denn jetzt kommt der Effekt wieder und zwar gehen wir jetzt mit unserem Besen schön durch. Jetzt, wo wir durchgekämmt haben, kommt jetzt aber der Unterschied zwischen dem Besenputz 1.0 und 2.0 und zwar lassen wir das Ding jetzt nicht trocknen, sondern gehen über die frische Masse mit unserer Spachtel. Ich nehme in dem Fall die Trockenbauspachtel,
gehen wir jetzt ganz leicht drüber mit nur wirklich wenig Druck. Wir möchten jetzt die Kanten, die immer rausgekommen sind durch den Besen, ein bisschen andrücken, sodass eine neue Oberfläche entsteht. Wirklich nicht zu sehr aufdrücken, denn ansonsten ist die gesamte Fläche wieder glatt. So, Freunde, und das ist das Ergebnis. Das ist der Besenputz 2.0. Ich würde sagen, wir lassen das jetzt schön durchtrocknen, bevor wir zum Streichen übergehen. Und dann sind wir auch schon fast fertig. So, Freunde, wenn unsere Fläche nun angezogen ist, beziehungsweise wenn unser Besenputz durchgetrocknet ist, können wir nun anfangen, das Ding zu streichen in den Farbton, den wir möchten. Ihr könnt da jegliche Farbe verwenden, die ihr wollt. Das ist eigentlich völlig egal. Ich nehme jetzt einfach auch nur den Farbton, den ich gerade hier so rumstehen habe. Und wie wir schon in dem ersten Video vom Besenputz 1.0 gelernt haben, streichen wir so rum, wie auch der Verlauf der Besenstruktur ist. Freunde, wir haben das gesamte Ding jetzt gestrichen, das lassen wir jetzt trocknen und auf der anderen Seite machen wir dann nochmal eine Gestaltung mit einer zweiten Farbe, damit ihr einen Eindruck bekommt, wie man sowas gestalten bzw. streichen kann und danach sind wir auch fertig, Freunde. Aber erstmal trocknen lassen. So, Freunde, unser erster Farbton ist trocken und jetzt können wir mit dem zweiten Farbton weitermachen. Und zwar werde ich da einen Schwamm nähen, den ein bisschen nass machen. Und dann werde ich ein kräftiges Blau drauf verteilen und dann werde ich mit dem Schwamm über die Fläche gehen. Und so haben wir dann die Fläche in einem Blauton und die Rillen haben wir in diesem ersten Farbton. Schauen wir mal, ob es so wird, wie ich es mir vorstelle. So, Freunde, und das war der Besenputz 2.0. Egal ob ein Farbton oder zwei Farbtöne, das Ding lohnt sich wirklich und es sieht mega geil aus, finde ich. Und dann wünsche ich euch noch viel Spaß beim Nachmachen, Freunde. Schaut gerne mal vorbei auf Facebook oder Instagram bei mir. Und ansonsten schaut vielleicht die zwei Videos und abonniert meinen Kanal. Und dann sage ich ciao, bis zum nächsten Mal. Haut rein!